Guten Tag! So, in einem neuen Video. Eigentlich ist es nur ein ganz kurzes Updates-Video, aber es wird, wie ich, wenn ich sage, es wird kurz, wird es trotzdem 20 Minuten lang, so wie ich mich kenne. So, wir hatten ja eine komplette Mängelliste für dieses wunderhübsche E38 Kfz. Die habe ich abarbeitet. Ich habe da kein Video dazu gemacht, weil. Ja, warum nicht? Achso, weil ich gearbeitet habe. Genau, ich war alleine und ich wollte auch da meine Ruhe, weil ich musste viel schweißen und. Wer mich kennt von den anderen Videos, weiß, ich kann das nicht so wirklich und da habe ich dann viel rum experimentiert. Ich habe auch ganze 2 Tage ohne Jux gebraucht für die Schweißreparaturen zu machen. Und jetzt ist mir da aufgefallen, vorne links ist der Schweller auch durch. Das hat der TÜV Gott sei Dank nicht gesehen, aber ich habe es gesehen. Das muss ich auch noch machen, weil ich habe mir nämlich versehentlich noch den Schweller eingedrückt und ja, ich blende hier und da mal irgendwo noch wieder. So, jetzt ist die Eintragung vollendet und auch TÜV, ne? Ich habe jetzt beides und das Problem ist, oder was heißt Problem, ich habe jetzt keinen neuen Schein von denen bekommen, beziehungsweise ich habe jetzt keinen Stempel auf meiner Plakette, nichts, sondern ich muss einen neuen Schein holen und dann kriege ich bei der Zulassungsstelle meinen Stempel drauf gemacht. Ne? Freitags war ich beim TÜV wegen Nachuntersuchung und freitags abends direkt auch schon rausgezogen worden. Polizei hat mich direkt gekascht. Ja, lief eigentlich ohne Probleme ab. Ich war mir ja auch 1000%ig sicher, dass hier alles legal ist, weil ich kam ja gerade vom TÜV. Und da hatte da alles Mögliche geguckt, ne, und wollte hier voll einschlagen, alles Mögliche haben. Da habe ich schon gesagt, ich komme gerade vom TÜV. Also ich war beim TÜV, ich habe mir die Papiere in die Hand gekriegt. Er sagt, das ist das Datum von heute. Er will trotzdem gucken. Ja, ja, okay. Er kann ja glauben, dass das so fahren kann, ne, weil das Ding ja, wie wir sehen, schon knackig, ne? Schon knackig, aber funktioniert einwandfrei. So, natürlich nichts gefunden, so wie es sein soll, weiterfahren lassen. Jetzt war ich heute Spurensturz einstellen, weil die Werte waren katastrophal. Ich hatte minus 3,24 Grad auf der Hinterachse, vorne minus 1,4. Vorne kann man halt noch nichts verstellen. Dann machen wir hier nochmal ein eigenes Video mit den Max Speeding Rods Domlager, die ich dementsprechend habe für das Auto, wo verstellbar sind. Übrigens mit Donk kriegt ihr da auch 15% Rabatt. So, jetzt haben wir Sturz und Spur und Nachlauf alles eingestellt. Jetzt habe ich halt minus 2 Grad. Das ist mal besser wie minus 3. Ja, so viel erstmal zu dem Auto. Da kommt jetzt demnächst noch Musikanlage, werde ich noch richtig reinmachen. Also Lautsprecher haben wir ja, aber Verkabelung fehlt noch. Und dann geht es auch an den Innenraum. Das heißt, Forge Carbon werde ich machen. Also ich habe mir es sehr fest vorgenommen. Ich habe alle Leisten daheim liegen. Die werde ich mit Forge Carbon machen. Ich habe da mit ein paar Leuten schon drüber gesprochen, die da mit Carbon laminieren Ahnung haben. Und Himmelschwarz, beziehungsweise vielleicht mit so einem gesteppten Alcantara. Das bin ich mir, beziehungsweise da bin ich mir nicht so 100% sicher, wie ich das machen soll, weil man dieses Alcantara normalerweise, auch wenn es gefaked ist, ist, nicht so wirklich ziehen kann. Ne? Und dann hat man dann überall, wo starke Rundungen sind, dann viele, ja, wie nennt man das, Falten, das hab, da habe ich nicht so Bock drauf, deswegen mal schauen. Kleber habe ich nämlich schon, Kleber habe ich schon gekauft. So, machen wir mal, also das wäre eine Baustelle, die eigentlich schon mal zum Großteil erledigt ist und deswegen gab es die ganze Zeit nicht viel Zeug, es gab gar nichts, weil ich die ganze Zeit daran geschafft habe. Jetzt gehen wir mal noch zum 325. 325, weiß ich nicht, was ich dieses Jahr mit dem Auto noch mache. Ich habe schon sogar schon überlegt, das Ding zu verkaufen. Der Schweller ist durch und zwar nicht außen, sondern innen. Das heißt, von dieser Falz, wo quasi der Unterboden dran kommt, in dem Bereich ist er durch. Ja, also Kollege war da, wir haben uns das angucken, da hast du überlegt, ja toll, ist ein paar Bleche von außen drüber braten und den Rost rausflexen. Das kann man zwar machen, das wird auch bestimmt für einen TÜV reichen, also das reicht für einen TÜV definitiv. Vielleicht langt es auch für ein zweites Mal TÜV, aber so eine richtige professionelle Reparatur ist das nicht. Das ist einfach nur was reingebraten, das heißt, ich weiß nicht, ob ich das so haben will. Wenn ich das Auto mache, wollte ich den schon länger haben, beziehungsweise behalten und wollte es auch gescheit haben. Jetzt für das gescheit zu machen, müsste halt der äußere Schweller komplett raus, dann müsste der innere Schweller repariert werden. Keine Ahnung, wie schlimm oder wie krass der aussieht. Wir haben das jetzt so gelassen, wie es ist. Und dann müsst ihr natürlich einen neuen Schweller wieder drüber. Ne? So, das, ich sag mal so, den Schweller kaufen wir jetzt nicht das Problem. Das, ich weiß gar nicht, was der damals kostet. Ich habe mal welche gekauft. Ich würde mal schätzen, so 50 Euro pro Seite.
Aber die Arbeit. Ich kann das nicht, ein Kollege von mir kann es auch nicht. Ich müsste einen Kollegen kommen lassen, der Karosseriebauer ist. Das kostet natürlich alles wieder Geld. Und aufgrund meiner beruflichen Situation in Form von Kurzarbeit geht es einfach nicht. Ne? Also ich kann nicht jetzt hingehen, einen Schweller kaufen, das wäre das kleinste Problem, aber jetzt jemandem hier noch, keine Ahnung, 500 Euro für die Reparatur geben. Das funktioniert momentan einfach nicht. Deswegen gehe ich von aus, wird an dem Auto dieses Jahr gar nichts mehr passieren. Tut mir zwar irgendwie ein bisschen weh, weil eigentlich wollte ich das Teil fahren dieses Jahr, wird aber definitiv nicht klappen. Dasselbe Spiel wird auch für den Rennwagen so sein. Brauche ich eine KDFI, eine Emu Black mit Kabelbaum und hier und da ein bisschen Schnickschnack, bin ich bei 1400 Euro, habe ich momentan nicht da. Ne, das heißt, Rennwagen wird wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr fahren. Das heißt, schon mal 230, die eigentlich fertig sein könnten, die nicht gefahren würden. So. Dann fragen mich ganz viele Leute, sag mal, was ist denn jetzt mit dem MTS-Gewindefahrwerk? Es liegt momentan nicht an mir, das Fahrwerk ist da, wir haben es ja schon gezeigt. Ich habe einfach noch nicht die Federbeine vom Simon bekommen. Der hat private, wie nennt man das, Privat-Trouble, sage ich jetzt einfach mal. Und der hat dieses Teil noch nicht verschickt. Und deswegen liegt das Gewindefahrwerk da. Ja, ich würde es auch gerne schon umbauen wollen, jetzt habe ich Zeit, jetzt könnten wir es zeigen dementsprechend, aber geht halt nicht. Ne? Ich wollte halt dann das Fahrwerk dann hier mal einbauen, für zum zeigen, wie tief das kommt, im Gegensatz zu 60-60, was jetzt hier drin verbaut ist. Wenn es da irgendwann mal Neuigkeiten geben soll, dann kriegt ihr es dementsprechend hundertprozentig mit. So, was haben wir noch? Touring. Wollen wir jetzt nicht extra hinlaufen? Extra. Ja, ich gehe von aus, Touring wird das nächste sein, was ich dann wieder hier auf die Hebebühne packe, weil da sind eigentlich die meisten Teile dafür vorhanden. Das heißt, Motor ist ja drin, den Umbausatz für die M50 Ansaugbrücke haben wir auch da. Dann könnte ich das schon mal komplett machen. Elektrik könnte ich machen, obwohl ich da null Bock drauf habe. Aber da hat hier ein Kollege gemeldet gehabt, der aus Bayern kommt, kannte Bayern. Der wollte eh mich besuchen kommen für 2-3 Tage und er hat direkt schon gefragt, was mit meinem M52 ist. Ne? Da hat er schon zigmal gemacht und ich gehe davon aus, mit dem zusammen ist es eine Sache von einem halben Tag und dann wird der Motor wahrscheinlich laufen. Bremsleitungen fehlen komplett alle, wie ich das in Erinnerung habe. Das könnte man aber auch machen, das ist auch mit wenig Geld getan. Und dann wird der erstmal soweit fertig. Aber fahren geht natürlich auch nicht, weil an dem Auto ist nichts eingetragen. Und es müsste erstmal alles abgenommen werden. Und das wird sich so im selben Rahmen abspielen wie mein Rennwagen. Und ein Rennwagen hat mich, glaube ich, 1600 Euro TÜV gekostet. Also TÜV mit Eintragung. Und ich gehe von aus, das wird bei dem Touring genau dasselbe Spiel sein. Es könnte sogar sein, dass es da richtig Probleme gibt wegen dem Rennfahrwerk. Das geht zwar zum Eintragen, aber da muss man dementsprechend auch den richtigen Prüfer dafür haben und die sind meistens richtig teuer. Das war's eigentlich, ne? Mehr ist eigentlich in der Zwischenzeit nicht passiert, ne? Die 38 war so das größte Sorgenkind der letzte Woche. Wollte einfach nur mal ein kurzes Update geben. In diesem Sinne, schau, bis zum nächsten Mal, kommentieren, abonnieren, wie ihr wollt.